Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Sauerländer Barbecrew. Hier ist der Jupp und ich freue mich, dass du heute wieder reinschaust. Ach übrigens, wenn du den Kanal hier noch nicht abonniert hast, dann klick doch einfach unten auf Abonnieren und am besten auch direkt auf die Bimmel klicken, damit du auch nichts verpasst, wenn die neuen Videos kommen. Ja, der Sauerbraten, der braucht schon einiges an Vorbereitungszeit. Wir befinden uns hier gerade in der Vergangenheit sozusagen, denn das, was ihr hier gerade am Schnibbeln seht, das ist der Basti. Der muss nämlich den Sauerbraten vorbereiten. Wir wollen euch ja nicht nur zeigen, wie man den anbrät und fertig kocht, sondern auch, wie man ihn vorher ordentlich einlegt. Wie ihr seht, hat der Basti hier schon Sellerie geschnitten und Porree und Möhren, also das klassische Suppengemüse. Das hat er einfach in grobe Stücke gewürfelt und tut das jetzt hier in den Topf rein. Da kommt einen ordentlichen Schuss Öl oben drauf, denn das Ganze wird gleich ein bisschen angebraten auf dem Herd. Ihr seht, da steigt schon die Hitze und der Basti rührt das hier ordentlich durch, damit das ordentlich Hitze abbekommt. Ja, damit uns unser Gemüse beim Einlegen hinterher nicht anfängt zu gären oder zu gammeln, müssen wir das Feuer einmal richtig erhitzen. Der Basti, der schneidet hier auch schon mal eine schöne rote Zwiebel. Ich weiß, ihr mögt rote Zwiebeln, oder? Kommen wir später noch genauer darauf zu sprechen. Auf jeden Fall kommt hier auch jetzt erstmal eine rein. Das Ding wird einfach halbiert und gepellt und in Halbringe geschnitten. Und dann tut der Basti ja gleich mit in den Topf rein. Ja, warum der Basti das jetzt hier macht und nicht ich, das ist ganz einfach. Ich habe dafür so was einfach keine Zeit. Ja, ich bin den ganzen Tag im Stall und muss mich auch ein bisschen um die Rindviecher kümmern. Ja, und hier so ein Hausfrauenkram, ja, das kann dann auch ruhig schon mal der Basti machen. Die Zwiebeln kommen hier in den Topf mit rein, zu den angerösteten Gemüse. Und dann wird das Ganze noch schön untergerührt, damit die Sachen auch wie immer schön ineinander reinschmecken wollen. Ja, so ein Sauerbraten erlebt ja nicht nur von Gemüse, sondern in erster Linie auch von den Gewürzen. Was genau da reinkommt, das seht ihr im Rezept am Ende vom Video. Wir haben hier auf jeden Fall Pimentkörner und Senfkörner und Pfefferkörner und Nelken und Koriander und Lorbeer. Und das kommt jetzt alles in den Topf rein und da machen wir unseren schönen Würzsud hier mit. Rühren das Ganze schön unter, kann ruhig ein bisschen Hitze abbekommen, denn das kitzelt so richtig den Geschmack aus den Gewürzen raus. Das hier ist Rotweinessig. Damit löschen wir jetzt unser Gemüse ab. Beziehungsweise der Basti löscht das Gemüse damit ab. Weil übrigens mal war der Feuerwehr der Basti, deswegen hat er Ahnung von Löschen hier. So, da kommt jetzt ein bisschen Rotwein noch mit oben drauf. Wenn wir nur Essig nehmen würden, würde die ganze Sache am Ende zu sauer. Und es soll ja ein bisschen ausgewogen schmecken, oder? Damit wir den Sud noch ein bisschen strecken und weil er noch ein bisschen eingekocht werden muss, einfach noch einen Schuss Wasser hinten drauf. Und dann lassen wir das Ganze ein Weilchen köcheln. Das ist wichtig, dass der Sud einmal richtig ordentlich aufkocht. Denn wenn das hinterher kalt ist und ein paar Tage steht und mit dem Fleisch da drin, dann soll es dann nicht anfangen zu gammeln oder zu schimmeln und es soll auch nicht anfangen zu gären. Das soll ja einfach nur einen schönen Geschmack an unser Fleisch dran geben. Früher, ja, da hat einfach der Opa in den Topf reingeguckt, dann wurde das Fleisch von sich aus schon sauer. Heutzutage geht das nicht mehr so einfach, deswegen müssen wir uns hier so behelfen. Aber die Oma Erna, die hat das auch immer so gemacht. Nachdem das Ganze geköchelt ist und ganz wichtig, abgekühlt ist. Es darf nicht mehr warm sein, dann gebt er den Sud einfach hier über das Fleisch in die Schüssel und dann deckt er das Ganze ab. Hier hat der Basti schöne Zellophanpapier. Wie ihr das macht, sei euch überlassen. Hauptsache, es kommt keine Fremdgerüche da dran. Dann tut ihr das Ganze für 5 bis 7 Tage in den Kühlschrank vergessen. Willkommen zurück in der Gegenwart. Das Fleisch, das war ja jetzt so 7 Tage in der Lake drinne. Manche Leute lassen es 2 Wochen drinne, manche sogar 4 Wochen. Das sind aber andere Rezepte und für das, was wir hier machen, sind so 5 bis 7 Tage original. Ja, lasst euch von den Aussehen von dem Fleisch hier, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Alien-Gesäß hier. Aber lasst euch da nicht von abschrecken, das putzen wir jetzt einfach. Und wenn wir das nachher angebraten haben, dann wird das unheimlich köstlich. Für die Soße brauchen wir jetzt hier wieder ein bisschen Suppengemüse. Deswegen pellen wir hier ein paar Moorrüben und schneiden die in schöne kleine Stücke. Ja, hier ist wichtig, dass er die Stücke nicht allzu groß lasst, denn das Gemüse soll in der Soße nachher schön mit verkochen für die Gemifizierung des Ganzen. Deswegen gebt euch da ruhig mal ein bisschen Mühe und schneidet dann mal hier in kleine Stücke rein. Die Möhren einfach in den Pott rein, da sammeln wir wieder unser ganzes Suppengemüse hier, Suppengemüse-Sammelstelle sozusagen. Und als nächstes kommt dann auch schon unser Freund, der Sellerie. So, unsere schmackhafte Knolle, die wird jetzt auch hier schön klein geschnitten, genau wie das Möhrchen auch. Und dann geben wir das gleich einfach dazu. Ja, das ist ein
uraltes Familienrezept, möchte ich mal sagen. Unsere Oma, die macht den Sauerbraten schon so seit, ach, was weiß ich, seit 1863 oder irgendwie so. Wird hier von Oma zu Oma und natürlich auch zu den Kindern weitergegeben und schmeckt immer wieder gut. Ja, und ich glaube, da habt ihr alle schon drauf gewartet hier, oder? Da haben wir mal wieder eine schöne rote Zwiebel, denn hier ist ja der einzige Kanal mit der ordentlich amtlich angewandten Zwiebelliebe. Wir halbieren die Zwiebel einfach, pellen sie, schneiden die aber jetzt hier schöne kleine Stücke. Dann brauchen wir schöne Würfelchen und nicht nur Ringe. Und ja, hier seht ihr schon, Hacksteak, nee, Hashtag Zwiebelliebe. Oh, Ehrenjub, oh Basti, du bist ja super. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr an der Zwiebel so mögt, das interessiert den Jupp auch. Geben das Ganze jetzt hier zu einem Gemüse und dann sehen wir uns gleich am Topf. Unser Eisenpott hier, der durfte auf den Anzündkamin schon mal ordentlich Hitze aufnehmen. Jetzt kommt hier mal wieder ein ordentlicher Schmack Butterschmalz da rein. Ja, und dann kommt auch schon unser Fleisch in den Topf. Das ist von dem Einlegen, ist das schon so mürbe, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass das nicht vorher schon zerfällt hier. Braten das schön von allen Seiten an. Ja, weil mir ein schönes Rinderschmorstück, eignen sich eigentlich alle Schmorstücke vom Rind für den Sauerbraten. Ob man da jetzt einen Rinderbug nimmt oder was auch immer, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. So, in der Zwischenzeit schütten wir einfach hier unseren Kanonenofen auf und tun unseren Dutch-Ofen da drauf. Das Fleisch haben wir an der Seite warm gestellt und jetzt kommt unser Suppengemüse hier rein. Das wird jetzt ordentlich angeröstet, denn wir wollen ein bisschen Röstaromen da dran haben. Die Soße, die soll auch ruhig dunkel werden. Die soll auch ruhig kräftig schmecken. Das machen wir nachher schon mit den Gewürzen dann wieder glatt. Hier kommt jetzt kein Zwei-Komponenten-Kleber drüber oder Fensterkit. Nee, das ist Waldhonig. Habe ich hier vom Imker, hier über dem Berg, habe ich mir den neulich geholt. Weil die Soße, die muss auch schön süß schmecken. Ja, Sauerbraten, da muss man so ein bisschen Süße mit reinbringen, damit das ausgewogen schmeckt hinterher. Oh, wie ihr das genau haben wollt, da müsst ihr dann selber mal ein bisschen probieren. So, hier kommt da ein bisschen Brühe da rein. Da mal ein kleines Glas und ein großes Glas. Wie viel genau und was genau, das seht ihr im Rezept am Ende von dem Video. So, hier hat kein Hase reingeküttelt, sondern da kommen schon mal ein paar Rosinen mit in die Soße rein. Die sollen schon mal ordentlich mitkochen. Ja, und was ihr hier rein plätschern seht, das ist den Sud von den Sauerbraten. Wenn ihr ein bisschen saurer haben wollt, nehmt ihr ein bisschen mehr davon. Wenn nicht, nehmt ihr halt ein bisschen weniger. Wichtig ist, dass ihr was davon da reingebt für den Geschmack. Das Fleisch in den Topf zu, ein paar Kohlen oben drauf. Und dann lassen wir das für 2 Stunden in Ruhe. Wichtig ist, dass er das Fleisch zwischendurch auch ein, zweimal rumdreht. Nach 2 Stunden wird dann auch mal Zeit, den Deckel zu lupfen und gucken mal, was da drunter passiert. Oh, hier, das kocht schön vor sich hin. Jetzt nehmen wir den Braten vorsichtig da raus. Wie gesagt, passt da ein bisschen auf. Der ist vom Einlegen und jetzt vom Kochen schon so mürbe. Der zerfällt wie von selber. Für die Soße nehmen wir jetzt hier ein schönes Stück Honigbrot. Manche Leute nehmen da auch einen Pumpernickelschuh, aber ich finde, mit Honigbrot wird die Soße noch richtig edel. Das Ganze bröseln wir dann schön hier rein und lassen die Krümelkiste dann schön einweichen in die Soße. Rühren das Ganze hier so ein bisschen unter. Oh, das sieht wunderbar aus. Und Leute, ganz ehrlich, das riecht wunderbar. Wenn das Ganze noch ein bisschen weich geworden ist, dann nehmen wir einfach hier den Küchenquirl und meiern das Ganze ordentlich durch, wohl. Die Soße soll nicht krisselig sein, sondern richtig schön semifiziert hier. Wenn ihr da jetzt seht, das ist kein Hagel. Nee, da geben wir einfach noch ein paar Rosinen in die Soße rein. Und dann lassen das Ganze noch ein bisschen einweichen, denn ganz ehrlich, die geben dann so einen richtig tollen Geschmack an den Sauerbraten da dran. Ja, im Rheinland ist das Standard, dass Rosinen da reinkommen. Bei uns in Westfalen ist das so von Familie zu Familie abhängig. Unsere Oma hat immer welche reingetan. In der Zwischenzeit säbeln wir einfach mal hier unseren Sauerbraten schon mal klein. Oh, ihr seht, wie schön mürbe der geworden ist. So muss das aussehen. Da sind ein paar Fettstippen da drin, das liegt an dem Braten. Das ist aber nicht so schlimm. Das könnt ihr auch wegschneiden, wenn ihr nicht mögt. Ja, und dann wird es auch schon Zeit zum Anrichten hier. Wir nehmen jetzt einfach mal für die Kamera die schönsten Stücke da raus und drapieren die hier auf den Teller. Wir haben früher natürlich gerne Klöße dabei gegessen oder Rotkohl, aber der schmeckt natürlich auch so. Und oh, guckt mal Leute, wie die Soße da so drüber läuft und mit den Rosinen da drin und da läuft einem das Wasser in den Mund zusammen. Und dann machen wir mal hier schön einen Anschnitt und ach, das ist so richtig schön zart und ich freue mich schon auf Probieren drauf hier. Einmal schön in die Soße reinstippen und ja, so soll der Sauerbraten sein. Leute, das ist richtig lecker.
Wenn euch das Kochen mit dem Dutch Oven hier gefällt, dann schaut doch mal in das Buch von Tim und Basti rein. Da sind ganz viele tolle Rezepte drinne. Das Rezept für unseren Sauerbraten, das seht ihr auf jeden Fall jetzt hier eingeblendet. Da könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen, was ihr alle dafür braucht. Oh, mir hat es richtig gut geschmeckt und mir hat es richtig gut gefallen und Spaß gemacht, das Video hier mit dem Basti zu drehen. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Macht's gut, oder?